Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, Freitagnacht, wir sind wieder da. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, bei unserer Telefon-Talkshow. Freie Themennacht, wie immer, Freitagnacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu. Telefonnummer 0800 220 5050. Erster Anrufer heute Nacht ist, wer ist es? Das ist Andreas, 50 Jahre alt. Hallo. Ha, das war Andreas, 50 Jahre alt. Dann ist es hoffentlich jetzt die Verena. Und Verena ist 21 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja, du bist da, das ist schön. Ja, also bei mir geht's darum, vor 3 Wochen hatte ich und mein Freund, haben uns noch einen Mann dazu geholt. Ja? Ins Bett. Jetzt möchte er... Wer quietscht da im Hintergrund? Meine Katze. Ah, Katze. Mein Kater. Ah. Ja, auf jeden Fall möchte er jetzt eine zweite Frau dazu haben. Ja. Weil ich sehr eifersüchtig bin. Ah, so eine bist du. Also du bist also 2 Männer vernaschen und ja. Gönnst deinem Freund aber nicht mehr 2 Mädels. Nein, also es reizt mich ein bisschen. Ja. Aber wenn ich jetzt so dran denke, wenn ich das so sehe, dann weiß ich nicht. Lass uns eins nach dem anderen besprechen. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Und jetzt kam zum ersten Mal so die Idee, mit mal was anderes zu machen. Genau. Ja, und noch vor 3 Wochen ein Mann dazu. Genau. Wie habt ihr den rekrutiert? Woher kam der? War sein Kollege. Ach so. Ach so. Kennt sich schon jahrelang. Ja. Und dann hat es ja so ergeben. Und wie war das so? Boah, war schön. Ja. War das was anderes. Ja. War das nicht am Anfang ein bisschen, vor allen Dingen, wenn man den, kanntest du den auch vorher? Ja, ich kenne den auch seit 1,5 Jahren ungefähr. Ja, dann ist man doch, ich glaube, es ist einfacher mit jemandem das zu machen, den man nicht kennt, als wenn man jemanden kennt. Da ist man dann vielleicht doch ein bisschen gehemmt. Und wie war das bei euch? Sind da gleich die Scham Grenzen gesunken und gefallen? Also ich fand es eigentlich besser, dass ich ihn kannte. Ach so. Mhm. Weil ich auch wusste, dass er nicht abgeneigt ist. Ja. Ist mir das leichter gefallen. Abgeneigt von dir? Genau. Ja. Weil er mir das oft gesagt hat, dass er es gerne mal möchte. Und deswegen ja. War es besser irgendwie. Und was war das jetzt für ein Sex? War das jetzt so eine richtige Dreierkiste? Nein, also ich habe zuerst mit meinem Freund... Ja, und also wir waren also zu dritt im Bett. Also erstmal du mit dem Freund. Genau, erst. Währenddessen hat der andere zugeguckt. Genau. Und ja. Und dann habe ich so ein bisschen an ihm herumgespielt. Genau. Ja. Was man so macht. Ja, was man so macht, genau. Ja, ja, und dann hinterher habe ich dann mit dem Kollege. Und da hat dein Freund zugeguckt. Genau. Und du hast ein bisschen an dem Freund rumgespielt. Genau. Ja. Mit beiden Männern gleichzeitig, das hat nicht stattgefunden. Nein, wollte ich nicht. Das ist ja auch sehr, sehr krass. Man muss ja nicht gleich mit allem anfangen. Nee. Man muss sich ja langsam rantasten. Ja. Und die beiden Jungs haben auch nichts miteinander gemacht. Nein. Nee. Ganz strikt. Also ein ganz braver Dreier eigentlich. Eigentlich ja. Mhm. Wie lange hat es gedauert? Stunde ungefähr. Ja. Stunde, etwas über eine Stunde. Hat dann der andere auch bei euch oder bei dir geschlafen oder ist er nach Hause gegangen? Nein, er ist danach nach Hause gegangen. Mhm. Wohnst du mit deinem Freund zusammen? Ja. Ja. Mhm. Ja. So, jetzt will der Freund eine Frau. Genau, jetzt will er eine Frau. Ja. Ja. Dein Freund war nicht eifersüchtig, weil du dann mit dem Kumpel da was gemacht hast? Naja, er sagt, es war ein bisschen komisch für ihn gewesen, aber hat ihm wohl nicht so viel ausgemacht. Ja. So, und jetzt hast du gerade gesagt, irgendwie bin ich eifersüchtig, wenn da noch eine andere Frau dazu kommt. Aber irgendwo ist da auch ein Reiz. Genau, irgendwie reizt mich das mit einer Frau. Ach, das ist sogar du mit einer Frau? Ja, so ein bisschen. Ja. Reizt mich schon irgendwie ein bisschen. Aber es reizt dich nicht, die Vorstellung zu sehen, dein Freund macht da was mit einer anderen Frau? Nee, das gar nicht. Das auf keinen Fall? Nee. Mm-mm. Aber ich wollte jetzt auch nicht so Nein sagen, weil irgendwie fand ich das dann auch ein bisschen doof, weil ich habe es gemacht und jetzt sage ich dann, nee, gibt's nicht. Ja, ja. Ja, und interessant ist ja, dass du nicht ganz kategorisch sagst, nee, ist für mich überhaupt gar nichts. Du sagst ja auch noch, irgendwie ist da auch ein Reiz. Ja. Wie wäre das denn, wenn du das deinem Freund genauso erklärst? Wenn du sagst, pass mal auf, ich bin schon ein bisschen eifersüchtig, wenn du ganz alleine mit der, lass uns nur richtig zu dritt oder lass mich alleine ein bisschen mit der Frau, aber lass mich nicht alleine, wenn du mit der Frau zugange bist. Ja, ich habe auch gesagt, ob ich dann nicht lieber erst mit der Frau
Oder und er so. Macht gar nichts, aber ja. Er will dann natürlich direkt auch mit der Frau, ne? Ach. Das ist das. Das macht ihn doch scharf, wenn er das sieht, wenn du mit dem Mädel da rummachst. Genau, ja. Ne? Also ich finde auch, dass du dich schon darauf einlassen solltest. Ja. Aber du solltest vorher so die Spielregeln klären, damit das auch nicht nach hinten losgeht, ne? Ja. Und ich meine, da kann er sich ja darauf einlassen. Also ich meine, also der Kompromiss wäre doch zu schließen, wenn du sagst, ich mache erstmal ein bisschen alleine mit ihr. Ja. Und dann musst du, das musst du deinem Freund sagen, musst du uns beide verwöhnen. Ja, aber ich glaube, da lässt er nicht so drauf ein. Ach. Weiß ich nicht. Ehrlich nicht? Nee, glaube nicht. Ist er zufällig gerade da? Nee, ist nicht da. Schade, da hätte ich ihn jetzt mal ein bisschen zurechtgeknetet. Ja, wäre besser gewesen. Er soll da froh sein, wenn er überhaupt dann zwei Mädels schon mal im Bett hat. Ja, habe ich auch gesagt. Ne? Wir hatten jetzt mal überlegt, einen Swingerclub vielleicht. Ja. Aber ist ja das Gleiche, dann sehe ich jetzt ja auch. Ja, klar. Ja, nee, ich finde dann fast diese Lösung noch besser. Da kann man das ist ein bisschen intimer, das kann man klarer regeln. Und ja. Hast du denn oder habt ihr denn schon eine Frau im Visier, die eventuell Frage käme? Nee, gar nicht. Wir haben jetzt mal übers Internet geguckt, aber da meint es irgendwie keiner ernst. Alles nur Verarsche und dann Und du meinst, dass du so eine kleine latente bisexuelle Ader hast? Ja, ich glaube doch. Ja? Also du wirst gerne mal ein Mädel küssen, streicheln und so weiter. Das ja. Aber noch keine Erfahrung gemacht mit Frauen? Nein. Nee. Nein. Nur so ein Kuss mal normal, aber ist schon Jahre her. Aber ihr seid dann ja schon doch sexuell sehr interessiert, ne? Ihr beiden. Ja, das ja. Ja, ist doch gut, finde ich wunderbar. Ja, ich bin gespannt. Also Verena, also nochmal eine Offensive an deinen Freund. Red nochmal richtig mit ihm. Sag, dass du willst, aber da muss man sich auch irgendwie einigen können. Da muss man einen Kompromiss zu finden sein. Ja. Und dann habt ihr alle zusammen Spaß. Und das ist doch eine gute Voraussetzung für schöne Dinge in der Zukunft. Besser. Ja. Vielleicht hört ihr mal zu. Ja. Esse ich bei dir. Also lass dich ruhig darauf ein, aber lass dich nicht auf Dinge ein, die dir wirklich wehtun. Das bringt es ja auch nicht. Dann ist die Lust und alle Leidenschaft natürlich dahin, ne? Wenn du macht die Beziehung doch irgendwie noch kaputt. Ja, das ist es nicht wert, ja. Nee, das nicht. So, wenn es passiert ist, rufst du mich nochmal an und dann unterhalten wir uns drüber, wie es war. Okay, dann erzähle ich dir alles. Ne? Alles klar. Okay, tschüss, gut. Verena. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050 und die Faxnummer lautet 220 5051, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Jetzt nochmal der Versuch mit Andreas vom Anfang gerade. Ist er jetzt da? Ja, er ist da. Die Leitung war weg. Ja, die Leitung war weg, ja. Leider, warum weiß ich nicht. Also Andreas, 50 Jahre alt. Ja, ich habe mich in die Schwester meiner Ex-Freundin verliebt. Und sie sich in mich. Die Schwester der Ex-Freundin? Ja. Ja, ist okay. Eben nicht. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, hat neu gebaut. Ach so. Und hat einen Mann, den sie nicht liebt. Umgekehrt das Gleiche, denke ich. Ja, hundertprozentig. Also, das Problem ist jetzt nicht mehr die deine Ex-Freundin für die und der ist das egal. Nee, das ist, die weiß das ja auch. Ja. Wir hatten dann im Nachhinein noch Kontakt, familiärer Kontakt, weil wir dann nicht abreisen wollten. Und dann ist es halt passiert, dass ich mich und sie sich in mich verliebt hatte, die Schwester. Die Schwester. Ja. Wie lange bist du von deiner Freundin getrennt? 2 Jahre. Ah ja. Wie alt ist die Schwester? 37. 37. Ist verheiratet, lebt richtig in der Familie. Ja. Was heißt jetzt verliebt? Ist sie in dich auch verliebt? Ja. Das heißt, da läuft auch schon so ein bisschen was? Ja, schon seit Februar. Da läuft nicht nur ein bisschen was, da läuft schon viel was. Richtig was? Ja. Wie oft in der Woche? Naja, wenn es geht einmal, wenn es geht zweimal, wenn es geht am Samstag, der ganze Abend. Ach so. Und wer weiß das jetzt alles? Also am Anfang wussten sie alles. Am Anfang. Also sie hat sich irgendwann, das war im Februar, hat es angefangen, im Mai hat sie sich geoutet, hat gesagt, bei der Familie, dass sie sich verliebt hat in mich. Ach so. So, ja. Und wie hat denn der Mann da reagiert drauf? Irgendwie gut, besser eher wie irgendjemand hergelaufen ist. Wenn alles so bleibt, wie es ist, ist mir das egal. Und dann ist sie halt zu mir gekommen und das wusste er. Ja. Und sagte dann gut, bis um 22 Uhr zu Hause. Dann ist 22.30 Uhr geworden. Das ist ja eine komische Geschichte. Ja. Der lässt sich einfach so gehen und sagt, du musst um 10:30 zu Hause sein, vorher kannst du machen, was du willst. Nimm dir jeden, komm nur wieder pünktlich nach Hause. Und irgendwann hat es dann Stress gegeben, weil ich denke, er dachte, das ist jetzt irgendwann so nebenausgehen und das legt sich irgendwann nach 2, 3 Monaten. Ja. Und dann merkte er, das ist nicht der Fall. Aber Andreas, sag mal,
Ist denn die Ehe da überhaupt noch in Ordnung? Nein. Nee, null, ne? Null. Richtig. Null. Ja, null. Nur die Frau, die will halt nicht durch ihre Schuld jetzt sagen, ich bin schuld, dass die Kinder den Vater nicht mehr haben, weil er hat sie erpresst mit der Aussage, wenn du weggehst oder wenn du mich wegschickst, viel mehr, dann liebe ich meine Kinder nicht mehr. Ach, ja. Glaubt sie das? Nein. Ja. Wie ist denn das Verhältnis zwischen ihm und seinen Kindern? Das ist gut. Das ist auch gut. So, dann glaubt doch kein Mensch, dass wenn sie... Habe ich auch gesagt, wenn der seine Kinder liebt, dann kann das nicht sein. Ne? Nein, das ist ein Bluff. Ja. Ist auch ein böser Bluff, ein Scheißbluff irgendwo. Die Kinder so zu instrumentalisieren. Ich liebe dann die Kinder nicht mehr, wenn du mich verlässt. Das ist doch bescheuert sowas. Die macht sich aber sehr Gedanken drüber. Und sie ist so familienbewusst, dass sie sagt, ich gebe mir nicht die Schuld wegen uns jetzt, dann lebe ich halt noch 10 Jahre in Elend und gebe dann auf. Aber dann leben auch die Kinder 10 Jahre mehr oder weniger in einem familiären Elend. Ist es das wert? Irgendwann wundert, habe ich ja auch gesagt. Ja. Aber das Problem ist nur, Andreas, dass deine Position eine ziemlich schlechte ist, weil also du kannst ja gar nichts machen. Ja. Ja. Die Frau muss entscheiden, sie muss entscheiden. Oder du musst irgendwann sagen, so lange mache ich das jetzt mit. Und wenn du dich nicht entscheidest, dann ist Schluss. Ich will mir aber nicht die Schuld zuschieben, dass wenn es schief geht, dass ich dann der Schuldige bin. Und genau wie sie das auch sagt. Was heißt denn, wenn es schief geht? Wenn was schief geht? Wenn unsere Beziehung schief geht. Ja gut, es gibt keine Versicherung in Sachen Liebe. Ja, also wenn ich mit wenn und wenn und wenn anfange, wenn ich mich in eine Beziehung begebe, dann kann ich gleich aufgeben. Ja, ich war halt mit ihrer Schwester zusammen 2 Jahre. Ja. Und da war ich so feige und habe nicht nach einem Jahr gesagt, es hat keinen Wert, irgendwas fehlt hier, ich mag nichts mehr. Da habe ich 2 Jahre gewartet. So, jetzt kriegt sie von ihrem Vater gesagt, der macht genauso mit dir, der liebt dich jetzt. Und irgendwann im Jahr 2 sagt er so, das war's jetzt, du kannst jetzt gehen. Und dann bist du allein mit deinen 2 Kindern. Ja gut, aber lass mal die Dritten raus, den Vater raus. Ja. Du bist ein erwachsener Mann von 50 Jahren, sie ist eine erwachsene Frau von 37 Jahren. Sie macht das aber nicht. Ja, aber ihr beiden... lässt den Vater nicht raus. Bitte? Sie lässt den Vater nicht raus. Also, das ist doch schlimm, aber sie muss sich doch entscheiden. Ja, aber sie kann nicht, oder sie will halt jetzt, am Anfang war es dann öffentlich, jetzt ist es halt die letzte Zeit Juni, es ist heimlich. So, Andreas, wenn sie so unentschieden ist, was bleibt da an Alternativen? Ich muss Schluss machen. Du musst Schluss machen, oder du bist der Hampelmann und lässt das noch Jahre, ewige Zeiten geschehen und mit dir machen? Da geht sie kaputt und ich. Ihr geht's gut, wenn sie weiß, ich bin da für sie. Ihr geht's gut, wenn ich weiß, sie ist da für mich. Egal jetzt, ob das jetzt so im ganzen normalen Leben ist oder beim Sexuellen. Sexuell klappt ja auch nichts zu Hause. Ja. So, jetzt habe ich halt das Problem, dass ich halt ein Mensch bin. Ich bin 17 Jahre geschieden, hatte 12 Jahre eine Beziehung mit 3-mal Trennung. Ja. Und da hatte ich irgendwann mal dermaßen einen Tiefpunkt, dass ich, wenn ich meinen Sohn nicht hätte und meine Arbeit nicht gehabt hätte, wäre ich abgekackt. Mein Sohn ist nach der Scheidung bei mir geblieben. Ich hatte das Sorgerecht. Ja. Und das war meine Rettung. So, jetzt habe ich Angst, dass wenn ich jetzt sage, so aus, dass ich genauso abkacke und dass ich jetzt, mein Sohn ist 27, dass ich dann so abkacke, dass... Aber ich höre bei dir immer raus, du willst immer eine Versicherung haben. Ich habe Angst, wenn das passiert, wenn das passiert, wenn das passiert. Irgendwann musst du dich zu einer Entscheidung durchringen. Ah, da bin ich kaputt dran. Ja. Ich habe schon versucht... Nein, lass mich aussehen. Irgendwann musst du dich zu einer Entscheidung durchringen. Und dann musst du auch manns genug sein, die Entscheidung zu tragen. Boah, ich habe schon probiert, einen Tag... Oder sie hat dann SMS geschickt oder angerufen und war fertig. Und dann, ich bin jetzt sowieso fertig, weil ich im Prinzip will ich vom Inneren raus den Schluss machen, aber... Aber du bist doch, pass mal auf, die Tatsache ist doch, wenn du dich so diffus weiterverhältst, sage ich jetzt mal so, dann geht's dir ja auch nicht gut. Ja. Ne? Das ist ja auch klar. Wenn das weiter so vor sich hin brodelt, das Ganze, und das ist ja auch keine Lösung letztendlich. Also wird es darauf hinauslaufen, dass du über kurz oder lang, das muss ja nicht morgen sein, das muss ja nicht übermorgen sein, aber es muss vielleicht im Rahmen, ich sage es mal, von einem halben Jahr vielleicht sein, musst du schon klar sagen, also entweder so oder so. Eine andere Möglichkeit sehe ich überhaupt nicht. Ist auch keine andere gute Möglichkeit. Gibt es, glaube ich, nicht. Ich weiß das ja, aber ich gehe zugrunde dadurch. Ah, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Boah, ich habe es schon mal erlebt. Weißt du, ja gut, aber das heißt nicht, dass es diesmal ganz genauso wieder ist. Ah, doch, die Frau liebe ich abgöttisch. Ja, aber
Man kann nicht immer, weißt du, man kann nicht immer, wenn man so nach Lösungen sucht, immer sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Irgendwann muss man sagen, gut, es ist so, ich mache es oder ich mache es nicht. Natürlich, mir jetzt eine Zeit geben, aber ich will sie auch aber nicht erpressen und sagen so. Nein, nein, ich höre schon wieder das Aber. Ja. Nein, du sollst sie nicht erpressen, aber du hast das gute Recht, irgendwann zu sagen, ich möchte nicht so leben, ich möchte richtig mit dir leben. Und ich verstehe es nicht, deine Ehe ist völlig kaputt. Wieso gehst du nicht von ihm weg, warum kommst du nicht zu mir? Das ist dein gutes Recht. Und das musst du über kurz oder lang machen. Und jetzt beenden wir das Gespräch, weil wir uns sonst wiederholen oder im Kreise drehen. Bitte? Ich sag, wir beenden jetzt das Gespräch, weil wir uns sonst im Kreis drehen. Ja. Ich glaube, dir ist auch völlig klar, wie die Wege sind. Du musst dich nur entscheiden. Ja, und da habe ich Angst davor. Ja. Da kann dir keiner behelfen, Andreas. Keiner. Okay? Ja. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Anton ist hier, 58. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen Domier. Ja, guten Morgen, Anton. Ich weiß leider deinen Nachnamen. Was soll ich zu dir sagen? Soll ich Jürgen sagen oder? Sag, wie es dir gut von über die Lippen geht. Mir ist es egal. Gut. Jürgen, erstmal eine Frage. Ja. Kennst du die E-Mail, die ich dir geschickt habe? Das glaube ich nicht, weil ich die E-Mails selbst nicht lese. Aha. Also, was meinst du, die E-Mail, die du heute geschickt hast? Ja. Nein, die kenne ich nicht. Nein, 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 die auf keinen Fall. Na gut. Pass auf, das geht hier bei mir um die Politik ein bisschen. So. Ein ganz anderes Thema. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es hier angenehm ist. Und zwar rege ich mich da furchtbar drüber auf, was Sie da zurzeit da treiben, dass Sie da klagen, die Rentenkassen sind leer und wollen die Lebensarbeitszeit so wesentlich erlängern, dass Sie da sprechen von 67. Bin ich auch ganz empört. Ja. Bin ich auch ganz empört. Ich finde das sowas von grausam, ja? Wo wir 4,5 Millionen Arbeitslose haben. Mhm. Und mit den Leuten, die alle in ABM-Maßnahmen und Umschulungen sitzen, ja, haben wir wahrscheinlich sogar 7 bis 8 Millionen. Weißt du, Anton? Ja. Wer sich so etwas ausdenkt, das sind alles Leute, die überhaupt keine Ahnung von wirklicher, harter, körperlicher Arbeit haben. Das sind Professoren, siehe Herr Herzog beispielsweise, ehemalige Bundespräsidenten. Herr Herzog weiß nicht. Der weiß nicht, was es bedeutet, am Fließband zu stehen, 8 Stunden am Tag. 8 Stunden am Tag auf dem Bau zu arbeiten. 8 Stunden am Tag an der Kasse zu sitzen und so weiter. Und er lässt sich leicht sagen, ja, die können bis 67 arbeiten. Mich ärgert das auch sehr, muss ich dir sagen. Jürgen, kann das nicht auch vielleicht nur so ein ganz voller Trick sein? So sehe ich das eventuell auch. Weil sie das genau wissen, dass die Leute nur damit gelinkt werden, mich betrifft es ja nicht mehr. Aber es kommen ja noch einige Generationen, hoffe ich, nach mir. Mhm. Ne? Dass sie einfach sagen, wir machen das jetzt bis 67. Ja, ja. Das schafft sowieso keine. Ja. Die sind mit 60 oder noch eher kaputt. Ja. Und dann kriegen sie halt für die 7 Jahre Rente abgezogen, sodass sie nichts mehr zahlen brauchen. Ja, 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 das kann schon sein. Du bist 58, habe ich gerade gesagt. Ich bin 58. Was machst du vom Beruf? Bitte? Was machst du vom Beruf? Ich habe 5 ausgelernte Berufe und bin seit Jahren arbeitslos. Ah, ja. Eben, weil ich in jungen Jahren bis zum 29. Lebensjahr 9 Jahre Auslandsfernverkehr gefahren. Ja. Und hatte dann einen schweren Bandscheibenvorfall, so dass der 4. und 5. Lendenwirbel aus Kunststoff eingesetzt werden musste. Verstehe. Ich habe Möbeln gefahren nach Frankreich und England, ja, und musste eben die Ladetätigkeit selbst abladen. Ja. Und das war einfach über die Jahre. Das hat der Rücken nicht mitgemacht. So, das ist ein gutes Beispiel, wenn wir uns vorstellen, du solltest das bis zu deinem 67. Lebensjahr machen. Dann wäre ja unmöglich gewesen. Ja, oder die Leute arbeiten dann bis zum 67. Lebensjahr und fallen danach nach einem Jahr um und sind tot. Und ja, so soll es wahrscheinlich sein. Genau, ey, um dann wieder was zu sparen. Wie empfindest du die ganze Diskussion im Moment, wo nun wirklich sehr viele, ich finde, kleine Leute geschröpft werden? Wie empfindest du die Politik zurzeit? Das ist das Grausamste für mich, was es überhaupt je gegeben hat. Darf ich dich fragen, ob du so ein klassischer CDU-Wähler warst oder SPD-Wähler früher? Ich war ein ganz klassischer, von der ganzen Familie ab, SPD. Ja. Ich habe aber, weil ich jetzt vor der letzten Bundestagswahl, da habe ich einfach gesagt, es gibt keinen mehr, den ich wählen kann. Ja. Und ich wähle nicht mehr. Ja.
grundsätzlich nicht mehr. In Zukunft tue ich es auch nicht mehr. Das ist aber dann hab ich mich doch noch von Joschka Fischer anwickeln lassen und habe Grün gewählt. Ne? Ja, ja. Weil ich einfach, irgendwo sitzt das ja immer drin, dass man sagt, komm, wählen musst du, das ist deine Pflicht und vielleicht ganz ein bisschen was ändern, aber ich habe es langsam aufgegeben. Ne? Weißt du, wer mich im Moment sehr beeindruckt? Ja. Das ist der Norbert Blüm. Der Norbert Blüm macht seinen Mund sehr weit auf im Moment und das finde ich gut. Und er setzt sich sehr für die kleinen Leute ein. Oh, 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 was hat er uns aber nicht alle eingebrockt? Ja. Denkt nur mal an die Pflegeversicherung. Ja, schon. Das ist doch so ein Schuss im Ofen, was der Mann geleistet hat. Ja, aber... Also, wenn ich eine sehe, wird es mir schlecht. Ja, sehe ich ein bisschen anders. Aber egal. Ja. Ich finde, dass er im Moment schon... Also wenn ich ihn im Fernsehen sehe, denke ich schon, der Mann hat recht. Schade, dass er nicht mehr genug Einfluss hat. Mhm. Also... Dich ärgert das sehr. Ich glaube, da hast du jetzt für viele, viele, viele Menschen gesprochen. Ja, ich hoffe es. Ja. Also ich plädiere dafür, also spätestens, so habe ich es auch hier an unsere Regierung geschickt, diese E-Mail. Ja. Die haben die gestern gekriegt und von den Grünen habe ich auch schon eine Antwort, eine DIN A4 Seiten Antwort bekommen. Aha. Die anderen haben sich nicht gerührt. Also du hast die CDU nicht und die SPD nicht. Ich habe es auch direkt an die E-Mail-Adresse von unserem Bundeskanzler geschickt. Ja, bin mal gespannt, ob eine Reaktion kommt. Heute Abend wird er nicht antworten, weil er ja feiert. Er hat ja auch Hochzeitstag. Habe ich mitgekriegt. Darf er, aber Montag sollte er dann antworten. Naja. Hoffen wir das mal. Ich hab in den letzten Jahren, weil ich mich da sehr mit auseinandergesetzt habe, ich glaube 4 oder 5 vernünftige Briefe geschrieben. Ich habe bisher keine Antwort bekommen. Ne? Das finde ich auch sehr traurig. Darum habe ich es jetzt mal über E-Mail probiert. Sonst habe ich sie per Post ganz normal geschickt. Ne? Ja. Na, vielleicht klappt es ja jetzt. Naja. Schön, dass du deine Meinung geäußert hast. Dazu ist diese Sendung auch da. Das finde ich gut, dass wir uns auch so politischen Dingen hier äußern. Ich hatte das einfach mal für nötig gehalten und wollte auch gerne mal mit jemand darüber reden und die Meinung hören, wie andere darüber denken. Ne? Ja. Ich habe denen auch Vorschläge gemacht, wie man das finanzieren kann. Aha. Ne? Na gut. Weil sie immer sagen, es ist nicht zu finanzieren und sie haben kein Geld. Ne? Dann werde ich mir nachher in Ruhe oder morgen auch mal in Ruhe deine E-Mail auch mal durchlesen, die ja bei uns hier im Hintergrund steht. Wäre schön. Mache ich. Noch mal eine Frage, Jürgen. Ja? Ich habe da unter anderem als Finanzierungsmodell hatte ich vorgeschlagen, aus 16 Bundesländern 5 große zu machen. Finde ich auch sehr pfiffig. Finde ich auch sehr pfiffig. Ich finde, wir haben viel zu viele Bundesländer. Ist doch ein unheimlicher Personal- und Einsparung und das gibt doch Geld. Ja. Und vor allen Dingen, wenn das dann den Leuten wieder zugute kommt, das ist so die Ankurbelung. Also, ein engagierter Bürger, der Anton, das finde ich sehr gut. Und die Idee finde ich auch ausgesprochen interessant. Ich werde es mir nochmal eingehend durchlesen. Ich danke dir herzlich für den Anruf, Anton. Jürgen, lach nicht über den letzten Abschnitt, wenn du da liest. Da habe ich dann noch einen Vorschlag gemacht, wenn das Geld immer noch nicht reicht, sollen sie 2/3 aus dem Bundestag entlassen. Ja, naja. Von den gut bezahlten Posten, denn so viele Leute braucht man nicht, die uns regieren. Ne? Ja. Okay, ich danke für den Anruf, Anton. Ich bedanke mich für dein Gespräch. Tschüss. Und wünsche euch noch alles Gute. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer. Isabel hat die gewählt. Isabel ist 18. Hallo. Hallo, Isabel. Hallo, ich bin ein bisschen aufgeregt. Bist du bereit, bis 67 zu arbeiten? Bis 67? Ja. Oh Gott, um Gottes Willen, bloß nicht. Ja. Ist vielleicht auch noch ein bisschen früh, das zu diskutieren, wenn du jetzt 18 bist. Ja. Da ist ja 67. Sogar. 67 ist ja fern aller Welten. Noch ganz weit weg. Ja. Gerade erst 18 geworden. Gerade, ja, im Juli. Im Juli. Genau. Isabella. Isabella. Genau. Also ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Wir fangen einfach irgendwo an. Also ich hatte 2,5 Jahre eine Beziehung mit einem Jungen und das erste Jahr war super und dann irgendwann ist alles schief gegangen. Also ich bin schwanger geworden, dann habe ich den ersten Monat verloren, das Kind. Dann hat er angefangen, mich zu schlagen, dann ist er mir 2-mal fremd gegangen. Und irgendwann hat es dann nicht mehr funktioniert. Mhm. Das ist dann jetzt ungefähr 3 Monate her. Weiter auseinander. Und ich hab, genau. Ja. Und ich habe dann direkt eine Woche später habe ich einen Jungen kennengelernt. So schnell? Ja. Mann. Und mit dem bin ich dann
auf meinem 18. Geburtstag zusammengekommen. Das geht ja Schlag auf Schlag, bei Isabella. Das ging richtig schnell. Ja. Und nu? Ja, mit dem bin ich jetzt mittlerweile, also ich war 2 Monate mit ihm zusammen. Ich habe sogar 2 Wochen bei ihm zu Hause gewohnt. Mhm. Und mittlerweile bin ich auch nicht mehr mit ihm zusammen, weil ich mit meinem Ex-Freund, den ich davor hatte, fremdgegangen bin. Du bist mit dem Ex-Freund, der dich so schlecht behandelt hat, fremdgegangen? Genau. Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Ah, Mensch. Also was du gerade schon erzählt hast, war ja schon Grund genug zu sagen, komm, das war's dann. Und offensichtlich war es das ja auch dann für dich mal gewesen. Die Trennung, ist die von dir ausgegangen? Von uns beiden, also mehr sogar von ihm. Ich habe mir sogar versucht, das Leben zu nehmen, wegen ihm. Weil ich einfach gedacht habe, ohne ihn konnte ich nicht. Also ich wusste keinen Ausweg mehr. Mittlerweile ist es so, dass also ich telefoniere noch ab und zu mit ihm, ja. Ja. Und er beschimpft mich immer noch. Ach, er beschimpft mich immer noch, obwohl ihr jetzt miteinander nochmal was hattet, gehabt habt. Genau. Gehabt habt. Ja, er ist halt der Meinung, wenn ich nochmal Lust hätte, mit ihm zu schlafen, dann soll ich ihn anrufen. Ach so. Und ansonsten beschimpft er dich. Genau. Und deshalb ist auch die Beziehung mit dem neuen Freund in die Brüche gegangen. Genau, also es hat auch nach 2 Wochen, weil wir halt wie gesagt zusammen gewohnt haben, dass halt alles so schnell ging, sind wir uns dann irgendwann auf die Nerven gegangen. Da haben wir uns wegen Kleinigkeiten angefangen zu streiten. Ja, ja. Und ich bin jetzt auch in ein anderes Bundesland gezogen. Ich habe halt vorher in Hessen gewohnt und jetzt wohne ich in Bayern. Ja. Und so, jetzt aber... Ja? Nee, jetzt? Und du telefonierst? Bitte? Was wolltest du sagen? Und ich telefoniere? Ich habe dich gerade unterbrochen, egal. du telefonierst mit dem Ex immer noch? Mit dem, ja okay, mit dem ich 2,5 Jahre war, mit dem ganz, ganz selten. Also heute habe ich mal mit ihm telefoniert. Mhm. Er hat mich angerufen gehabt und... So, jetzt frage ich dich, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass ich mit dem Jungen, den ich 2,5 Jahre zusammen war, nichts mehr zu tun haben möchte. Er das nicht versteht. Ja. Und dass ich den Jungen, mit dem ich 2 Monate zusammen war, gerne zurückhaben möchte. Aha. Ja. Aha. Also, dass der eine das nicht versteht, würde ich mal so ganz erlaubt sagen, ist auch drisselial. Der hat das einfach zu akzeptieren, wenn du das nicht mehr möchtest. Das muss der gar nicht verstehen, obwohl, wenn er sich ein bisschen Gedanken machen würde, er das ja eigentlich verstehen sollte, nach dem, was du erzählt hast. Er hat dich nicht gut behandelt. Ja. Er hat dich nicht gut behandelt. Hat er auch nicht. So, und er würde dich jetzt vielleicht ab und zu als Betthäschen nochmal benutzen. Mhm. Ne, so hast du es ja gerade gesagt. Ja. Zum Sex kannst du gerne mal anrufen, aber ansonsten nicht. So, genau. Das heißt eigentlich, dieses ganze Kapitel sollte ein für alle Mal zugeschlagen werden. Kein Kontakt, keine Telefonnummer, natürlich kein Sex, gar nichts. Weg. Vergangenheit. Ja, denke ich auch, ist das Beste. Ne? So, und die neue Geschichte. Ich weiß ja nicht, wie verletzt der neue Freund war, dass du fremdgegangen bist. Ist da noch vielleicht ein bisschen was einzurenken oder ist das... Das ist ja das Problem. Also mit ihm telefoniere ich fast jeden Tag. Ach so. Wir schreiben uns Briefe. Ja. Und sein bester Freund ist auch mein bester Freund. Oh ja, dann gibt es also enge Verbindungen. Genau. Und das Problem ist halt, ich merke, wie eifersüchtig er ist auf diesen Jungen, auf meinen besten Freund. Ja. Und er zeigt das aber nicht. Und er ist ein Mensch, er kann keine Gefühle zeigen. Wohnt ihr denn jetzt, nachdem du weggezogen bist, wohnt ihr weit auseinander? Ja, das sind 5 Stunden. Oh. Ja. Dann kannst du es ja fast vergessen, Mensch. Ja, das ist ja das Blöde. Und ich tue jetzt, also ich job jetzt hier halt ein bisschen nebenher. Warum bist du denn überhaupt so weit weggezogen? Meine Eltern, die sind umgezogen, weil mein Vater hier beruflich was machen musste. Verstehe. Und ich habe das allein nicht mehr gepackt. Andererseits kann man ja auch sagen, wenn die Liebe groß ist, sind auch 500 Kilometer keine Geschichte. Wobei, das ist natürlich schon sehr schwer. Und wenn man so jung ist wie du noch, wie alt ist er? Wie alt ist er? Er ist 19. 19. Ist das natürlich schon ein Problem, ein gewisses Problem. Aber da würde ich es jetzt erstmal drauf ankommen lassen. Du sagst, da sind noch Gefühle, ne, sagst du? Wieso machst du jetzt nicht die Offensive? Und du sagst, du telefonierst täglich mit ihm. Ja. Sag es ihm doch. Bitte ihn doch um. Ja, also das Problem ist, er weiß das ja auch. Mhm. Und er sagt halt, dass ich ihn verletzt habe und dass er jetzt im Moment keine Beziehung haben möchte und erstmal alleine bleiben will. Und für die Zukunft weiß er das nicht. Gut. Was anderes
dann, was erwarten kann ich ja eigentlich nicht machen, ne? Nee, dann ist das doch schon mal, das klingt ja schon so fast in die Richtung, ich lasse ihn noch ein klein bisschen zappeln und dann will ich auch schon wieder. Lass du ihn mal im Moment ein bisschen in Ruhe. Ja, ist das Beste, ne? Ja, jetzt nicht klammern, nicht zerren an ihm, nicht betteln. Du hast klar gesagt, oder sag's noch einmal klar, pass auf, ich würde gerne, es tut mir leid, ich entschuldige mich für das, was passiert ist, aber ich würde gerne, dass wir nochmal eine Chance bekommen. Und dann gib ihm quasi die Karte, dass er im Zug ist. Und lass ihn einfach mal ein bisschen in Ruhe. Ja, wird das Beste sein. Das wird das Beste sein. Und dann vielleicht sich mal annähern, dass man sich mal wieder mal trifft, sich für ein Wochenende entweder bei dir in der Gegend oder bei ihm in der Gegend, wie das, ich weiß ja, nicht, wie das. Ja, das haben wir auch schon versucht zu machen. Also, ja. Ich werde auch nächstes Jahr wieder zurückziehen. Ah, also, siehst du, das ist doch eine gute Perspektive. Ja. Also, jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ihm vielleicht nochmal klar machen oder vielleicht in einem netten Brief auch nochmal schreiben, dass es ihr wirklich von Herzen leid tut. Hast du das schon mal so ganz klar gesagt? Oft, sehr, sehr oft. Gut. Er hat sogar schon gesagt, dass er es nicht mehr hört. Gut, dann nichts mehr. Und lieber mal ein bisschen zurückgehen, als zu viel machen. Manchmal ist weniger mehr, als wenn man sich da so richtig reinhängt. Ja, denke ich auch. So, Isabella, und den anderen, da lässt du die Finger von, ist klar? Ja. Da will ich nichts davon hören. Nee, auf keinen Fall. Alles Gute, Isabella, und toi, toi, toi. Ich danke dir vielmals. Tschüss. Tschüss. Ines, 28 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Ines, es brummt. Hallo Domian. Ja. Wir haben einen Brummer in der Leitung, das ist dein Telefon, glaube ich. Also meins ist Festnetz, ist fest verkabelt, da brummt eigentlich nichts. Mann, aber ich höre was brummen. Aber egal, ich glaube, wir können da dennoch gut reden. Okay, wäre schön. Also die Telekom ist das wieder. Die Telekom, ich sag mal jetzt Telekom. Die ist es immer, wenn irgendwas schief läuft. Telekom. Ja, also um was geht's Ines? Es geht darum, dass ich noch nie in meinem Leben Sex hatte mit einem Mann, ja? Ohne Schmerzen dabei zu haben. Ich habe seit quasi meiner Geburt Hüftgelenksarthrose, beidseitig. Ja. Die starken Schmerzen fingen an, als ich ungefähr 15 war. Meinen ersten Sex hatte ich mit 18. Ja. So richtig klassisch mit dem Mann fürs Leben. Ja. Große Liebe damals? Damals ja, mittlerweile eher nicht mehr. Ach, ihr habt noch Kontakt? Nein. Nein. Und seitdem versuche ich mich durchzuhangeln und habe eigentlich seit 15 Jahren nur noch mit einem einzigen Mann in Abständen, der um meine Probleme weiß. Ja. Also im Klartext, du hast bisher in deinem Leben erst mit zwei Männern geschlafen. Es waren ein paar mehr, ja. Weil ich dann doch irgendwie so die Sturm- und Drangphase ausleben wollte. Ja. Und dabei aber nichts weiter empfand als unangenehme Schmerzen. Ja. Der, mit dem du jetzt ab und zu sexuellen Kontakt hast, ist das dein Freund oder ist das einfach so eine... Nee, es ist nicht mein Freund. Es ist einfach nur ein alter Bekannter. Ein alter Bekannter. Wir hatten über Jahre... so einen regelmäßigen One-Night-Stand. Ja. Kein Verhältnis, keine Beziehung. Ja. Wenn wir uns sahen, passierte es. Ja, verstehe. Wir liefen uns immer in irgendeinem gemeinsamen Wirtshaus über den Weg. So. Im Wirtshaus. Sag mir jetzt mal, beschreib mir mal, du sagst, ich habe immer Schmerzen beim oder nach dem Geschlechtsverkehr. Während. Während. Was sind das für Schmerzen? Das sind Schmerzen, ich kann meine Beine nicht auseinanderklappen. Mhm. Also irgendwie habe ich eine Sperre in meinen Hüften, die es mir unmöglich macht, meine Beine zu spreizen. Das ist jetzt organisch bedingt durch die Krankheit? Ja. Ja. Und die Schmerzen sind aber dann im Bereich des Unterleibes und nicht im Bereich der Hüften? Die Schmerzen verteilen sich über den gesamten Knochenbau, die gehen bis zu den Knien und finden sich irgendwo in der Wirbelsäule wieder. Ah ja, also der ganze Bereich ist verschmerzt, kann man dann sagen. Ja, es ist völlig voller Schmerzen. Und es gibt nicht nur die Schmerzen, es gibt ja auch eine komplette Bewegungssperre. Mhm. Ich kriege meine Beine nicht weiter auseinander, als wenn ich Spagat stehe, so ungefähr 50 Zentimeter. Ja, das heißt, im Prinzip...
Hättest du schon Lust auf Sexualität und Erotik? Nichts lieber als das. Nichts lieber als das. Hm. Wie ist das, wenn du alleine mit ihr Spaß hast? Wenn du onanierst? Geht das? Es geht, solange ich meine Beine wirklich weitestgehend gestreckt halte. Hm. Aber in dem Moment, auch wenn du alleine bist und du die Beine versuchst, etwas auseinander zu machen, ist es auch gleich wieder genauso. Es gibt wirklich eine körperliche Sperre. Es gibt also so ein, ja, wie als würde irgendwas einrasten. Ja. Und darüber hinaus geht es nicht. Also, ist das kein gynäkologisches Problem? Es ist auch kein Problem der Sexualtherapie. Es ist ein Problem deiner Hüften letztendlich. Ja. Ne? Ja. Mein gesamtes Skelett ist irgendwie zweite Hand, Pi mal Daumen. Das heißt, interessant wäre ja vielleicht mal, genau dieses Problem, wenn du es nicht schon längst getan hast, mal mit einem Orthopäden zu besprechen. Das habe ich. Meine Knochenprobleme sind so dermaßen vielfältig. Ich habe eine Knochenbiopsie machen lassen müssen. Ja. Macht keinen Spaß, also kann ich nicht weiterempfehlen. Ja. Der Befund ist indifferent zwischen Glasknochen und Osteoporose. Ach so. Ich bin irgendwie gerade mal Ende 30. Ja, mein Hintergrund war, das glaube ich schon, dass das alles sehr komplex ist. Aber gibt es vielleicht ein spezielles Schmerzmittel, das du einnehmen könntest, bevor du Sex hast, dass du zumindest während des Sexes der Schmerzen entlastet bist? Also ich muss ja sagen, davon ist mir überhaupt nichts bekannt. Mhm. Ist nur so eine Idee, fällt mir gerade ein, während wir reden. Nee, und mich mit irgendwas zudopen, um den unteren Körperbereich auszublenden, da macht auch Sex keinen Spaß. Naja, es ist schon. Ich will ja was erleben. Ja. Ich möchte irgendwie dabei sein, ne? Also wirklich, das Einzige, was ich sehe für mich, sind irgendwie, ja, weiß ich nicht, künstliche Hüften oder sowas. Mhm. Aber das bewilligt in meinem Alter keine Krankenkasse. Auch nicht bei dem hohen Krankheitsgrad, den du offensichtlich hast. Glaube ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, Recherchieren, fragen, ausprobieren. Dass freiwillig für Frauen unter 40 eine künstliche Hüfte beidseitig auch nur ansatzweise in Frage kommt. Da weiß ich nicht. Dann wären wir bald wieder bei unserem politischen Thema von vorhin, wie streng das mittlerweile gehandhabt wird. Aber ja. Du bist ja nun wirklich nachweislich schwer erkrankt. Also das weiß ich nicht, da habe ich keine Ahnung. Aber da würde ich mich schon an deiner Stelle alles Mögliche zu unternehmen, um die Lebensqualität zu steigern, würde ich mich erkundigen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, ich bin mit meinem ist das Wort weg? Knochendoktor? Bitte? Das Wort ist gerade weg. Mit meinem Knochendoktor. Achso, das Wort ist weg. Mit dem Orthopäden. Genau, ja. Danke. Ja. Ich bin mit meinem Orthopäden so weit, er kennt meine wirklich instabilen Knochen. Also ja. meine Knochenbruchzahl ist zweistellig mittlerweile. Ich denke schon, dass ich da mit ihm irgendwie reden könnte, aber jetzt einfach mal anzusprechen, wie ist es mit künstlichen Hüften, weil ich noch Sex will, ist irgendwie. Ja, aber das kannst du. Ich mich nicht. Nee, ach doch, das kannst du mit dem Arzt aber doch besprechen. Wenn das ein guter Arzt ist und wenn das ein Arzt deines Vertrauens ist, würde ich das auf jeden Fall mit dem mal besprechen. Das kann ja nicht schaden. Warum denn nicht? Mein Gott, ist doch normal. Also ich meine, ich wäre wirklich glücklich, wenn ich um eine Ecke gehen könnte, ja. Ohne mir wieder Schmerzen zuzuziehen, wenn ich... So, Ines, pass mal auf, du wirkst schon für mich in dem Gespräch als eine sehr selbstbewusste Frau. Bist du eigentlich auch. Ich fürchte, das täuscht. Ja. All dieweil dieses Gespräch ein eher fernes... Ist klar, das ist anonym, ist mir schon völlig klar. Aber dennoch ist es in aller Öffentlichkeit und hören uns ganz viele Leute zu. Ja, aber niemand weiß, wer ich bin. Ist völlig klar. Aber bei einem Arzt bist du auch in einem ganz intimen Raum, nämlich nur mit ihm alleine zusammen. Und ich finde, das musst du schon machen als nächsten Schritt, dass du einfach mit ihm das Problem erörterst. Dazu möchte ich dich wirklich sehr gerne ermutigen. Du hast überhaupt gar nichts zu verlieren, gar nichts.
pfeif auf die Scham. Es geht um deine Lebensqualität, um deine Lust und um deinen Spaß am Leben. Erkundige dich mit was die Hüftoperation anbelangt. Unternimm jetzt mal was in Sachen Arzt. Ich kann dir von meiner Seite aus anbieten, was ich in solchen Fällen immer wieder gerne tue, weil ich weiß, dass wir sehr viele Leute im Zuschauerbereich, in der Zuschauerschaft und Hörerschaft haben, die auch die diffizilsten Krankheiten haben und viel Ahnung haben. Wenn jemand sowas Ähnliches hat und vielleicht auch ein ähnliches Problem wie du, der möge sich bei uns melden und dann stellen wir den Kontakt her. Vielleicht kommt da irgendein Hilfsimpuls dann für dich bei rum. Das wäre irgendwie wirklich klasse. Aber ist nur ein Angebot. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber wir können es versuchen. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass meine Krankenkasse mir bewilligt eine beidseitige Hüftgelenksoperation. Nicht zu negativ. Wir wollen alles immer mal versuchen. Und wenn es nicht klappt, gut, dann hat es nicht geklappt. Aber nicht von vornherein immer sagen, nee, das glaube ich nicht und das geht nicht. Und In diesem Sinne. Möchtest du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen? Wäre nett. So, das finde ich nämlich auch ganz gut. Das ist der Johannes heute Nacht. Mein Angebot steht, wenn sich bei uns jemand meldet, kriegst du sofort Bescheid. Ich würde mich freuen, wenn du offen mit deinem Arzt reden würdest und jetzt redest du erstmal mit meinem Psychologen, okay? Okay. Alles klar, danke. Du legst auf und der Johannes ruft gleich an, Ines. Okay. Tschüss. Tschüss, Domian, tschüss, mach's gut. Jo. Die Rita, 55 Jahre, ist hier. Ja, hallo Domian. Hallo Rita, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich bin immer noch bei guten Abend, weil ich ja noch nicht im Bett war. ja, guten Abend ist auch so ein bisschen komisch, jetzt um 1:30 so. Ach, ja, okay, guten Morgen. Ja. Also. Ich habe ein Problem, mit dem ich eigentlich nur über eine Freundin reden kann. Und da das eine Frau ist, habe ich gedacht, ich rufe dich mal an, weil du ein Mann bist und das vielleicht anders siehst. Ja. Das ist, ich habe seit 3,5 Jahren eine Beziehung und habe noch ungefähr dreiviertel Jahr festgestellt, dass er im Internet immer wieder Kontaktanzeigen aufgibt. Und dass er sich auch mit einigen Mädels oder Frauen wohl ganz eindeutige E-Mails inklusive Fotos auch sehr eindeutige schickt. Wie hast du das rausgekriegt? Das war so, ich hatte wollte meinen Sohn anrufen, hebt sie das Telefon zu mir rüber und darunter lag ein Foto, das Foto einer Frau mit gespreizten Beinen und mit einem eindeutigen Brief. Als ich die Anrede gelesen habe, habe ich auch den Brief dann gelesen. Ja, war also ganz eindeutig. Ja. Und dann lagen ab und zu mal Zettelchen auf dem Schreibtisch mit einer Internet, mit einer Dingsadresse. Da bin ich dann bei mir zu Hause im Internet ins Internet gegangen. Ich bin ein bisschen rappelig im Moment, stelle ich fest. Auf jeden Fall, du hast es selbst rausgekriegt, weil du zufällig drauf gestoßen bist und hast dann geforscht. Ja, und dann habe ich gewühlt und geforscht. Ja. So, und habe festgestellt, dass er das wohl immer wieder macht. Habe den dann darauf angesprochen. Und er meinte erst, er machte das nur, um zu sehen, ob er überhaupt noch für Frauen attraktiv ist. Wie alt ist er denn? 47. Ja. So, und ich habe dann gesagt, dann dürftest du eigentlich nicht das Internet nehmen, denn da kannst du den Leuten immer das erzählen, was sie gerade hören und haben wollen. Ja. Dann müsstest du das schon in Natur machen. Nein, das will er aber nicht oder das möchte auch nicht, weil er eigentlich mich liebte. Und wer wollte das halt nur mal wissen, ob er überhaupt noch interessant wäre. Aber er würde das nicht wieder machen. Kurze Zwischenfrage, wohnt ihr zusammen? Ja. Jein. Also ihr habt beide Wohnungen, aber lebt? Ja, so mehr oder weniger. Ja. So, und dann nach einer Zeit, nach ein paar Monaten habe ich festgestellt, er macht das immer noch, nur diesmal auf einem anderen, unter einer anderen E-Mail-Adresse. Geht also immer so weiter. Unter anderem sucht er wohl auch immer wieder Paare. Dann habe ich mir darauf angesprochen, wie er das mit Paaren finden würde. Nein, das wird er gar nicht gut finden. Und letztens war ich dann und gesagt, wie ist denn das, wenn ich noch mit jemandem suche und du guckst mit jemandem Sex noch und du guckst dann zu oder machst dann auch nein, niemals. Und ich frage mich jetzt, ich bin ziemlich sicher, der macht das im Internet immer noch weiter. Ich bin aber auch ganz sicher, also sagen wir mal 99% sicher, dass er sich real nie mit jemandem trifft. Ja, also sonderbar. Er hat die Fantasien, das ist die Sehnsüchte in der Fantasie. Ja, und wenn ich aber wenn du ihm sogar das Angebot machst, komm. Lass es uns zusammen machen, dann will er nicht. Nee. Und wenn ich mit ihm drüber reden will oder ihn frage, was er denn so für Fantasien noch hat oder so, das machen wir doch alles und das ergibt sich so, er hätte sonst keinen und das verstehe ich dann irgendwo nicht. Ich also, verstehe nicht, warum er dann immer noch... Verstehe ich jetzt erstmal auch nicht. Eure Sexualität, ist die für dich befriedigend oder würdest du sagen, ja, ein bisschen könnte man zulegen? Eigentlich befriedigend. Nur im letzten halben, dreiviertel Jahr ist das ein bisschen sehr viel anders geworden.
Was heißt anders? Was heißt anders? Weniger oder was? Ja, weniger und so manchmal ein bisschen abgeflacht. Aber das kann auch sein, er ist sehr sensibel. Immer wenn er Probleme hat, ja, geht bei ihm alles ganz nach unten. Und diese Stimmung, alles. Und diese Internetgeschichte, du vermutest, dass er das alles so im Chatbereich macht? Ja. Ja, ja, könnte ich wetten. Ja, jede Wette halten. Tauschen sich dann Fotos aus, aber er, wie du sagtest, ja, er besucht die Paar. Cybersex. Sozusagen, das so schon heißt, ne? Also, das muss ich jetzt auch nochmal unterstreichen, dass ich das sonderbar finde, wenn du ihm das Angebot machst, dass er darauf nicht einsteigt. Ja, und dann finde ich noch sonderbar, wenn ich mal so am Telefon sage, wir könnten ja mal ein bisschen so reden, dass er, und ich fange mal so an, dass er absolut nicht, er wird dann total verlegen. Das ist genauso, als wenn er denkt, ich darf damit nichts zu tun haben. Würdest du... Was in seiner, ich sag dir jetzt einmal in Anführungsstrichen, in seiner schmuddeligen Fantasie abläuft, ja, der darf das reale Leben nicht, ja, gut zu kann tun. Natürlich sein. Kommt mir das vor. Würdest du das denn nur ihm zuliebe machen? Oder hättest ja, du auch Lust darauf? Nein. Du hast keine ich Lust könnte drauf. Das nicht, ich weiß das, also bin ich ganz sicher. Wie, du könntest, ach, du könntest es nicht? Ich obwohl könnte du das nicht. Ich habe das eigentlich gesagt, um ihn aus der Reserve zu locken. Ach so. Ja, nun kann es ja vielleicht auch sein, dass es gibt ja gerade im Bereich Sexualität, das ist ja so kompliziert, ja, dass das für ihn vielleicht eure Beziehung irgendwie sowas, so ein heiliges Refugium, ja, ist. Ja, genau so meinte ich das. Ja, ne? Und das andere ist so... Anführungszeichen, dass er selbst das als schmuddelig empfindet, ja, und deswegen abgrenzt. So, jetzt könnte man ja überlegen, Rita, dann lass ihm doch seine schmuddelige Fantasiewelt, wenn es nur in der Fantasie stattfindet. Und solange eure Beziehung gut ist und eure Sexualität in Ordnung ist, mit Höhen und Tiefen, ist ja auch okay, dann ist doch eigentlich alles in Ordnung. Ja, soweit ja. Ich habe nur immer wieder die Befürchtung, sonst hätte ich das längst beendet. Weil ich habe nur immer die Befürchtung, weil ich mir immer denke, irgendwann will man seine Fantasien wahr machen. Ja, vielleicht aber und nicht. Wenn er dann anfängt zu lügen oder so, dann könnte ich nicht mit klarkommen. Ich kann alles Mögliche haben, aber nicht, wenn man mich immer wieder anlügt. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so. Es kann ja wirklich sein, dass er dieses einfach nur so in seiner Fantasie, in seiner Cybersex-Welt auslebt und es nie machen würde und vielleicht auch nie eure Beziehung gefährden würde. Und wenn dem so wäre, dann seid doch da großmütig und sagt, komm Junge, ja, chat ja, rum. Warum setzt er auch Kontaktanzeigen Paar gesucht ins Internet mit Fotos von sich, mit irrigiertem Penis? Das macht er auch. Ja. Das ist dann schon nicht mehr Cybersex. Nee. Ja, das ist meiner Meinung nach eine reale Kontakt. Und wenn du ihn damit konfrontierst, mit dieser Frage, was antwortet er darauf? Da hat er mir gesagt, das war doch eigentlich, bevor wir mal darüber geredet hatten, aber das stimmt nicht. Wie, bevor ihr geredet habt? Aber ihr wart ja schon zusammen. Ja. Ja, nur ich finde, also wenn ich dann solche Fantasien habe, dann müsste ich eigentlich meinen Partner darauf ansprechen und fragen, ob er... Also, kann man denn sonst ganz gut mit ihm reden? Du sagst, er ist ein sensibler Typ. Ist schwierig. Also, der geht ganz, ganz schwer aus sich raus. So, da musst du ihn. Ganz schwer. Dann muss ich das immer machen. Du bist in irgendeiner Weise, höre ich natürlich jetzt auch, irritiert. Ne? Ja, sagen wir es mal so, irritiert. Ja, ich bin sehr irritiert, weil ich das bei ihm nicht einordnen kann. So, und genau das ist der Punkt, den du ihm nochmal massiv, finde ich, klar machen musst. Sag ihm einfach, dass du das verstehen willst. Sag, das habe ich alles schon mal gesagt, noch mal, ich will das verstehen. Nochmal, mach ihm auch das Angebot, sag, pass mal auf, wenn das wirklich nur da und darum geht, springen wir deinen Schatten, Rita, springen wir in den Schatten. Sag ihm, in Gottes Namen, dann mach es, hab deinen Spaß. Aber ich will es verstehen und ich will mir nicht die Sorgen machen, dass du irgendwann fremd gehst. Dieses Gespräch würde ich nochmal richtig massiv fordern. Auch wenn du schon ein paar Mal gemacht hast, mach's nochmal. Ja, nur das dauert also irgendwann mal 2 bis 3 Stunden, bis er überhaupt dann was sagt. Der fühlt sich dann... Oder er tut so, ich weiß es inzwischen nicht mehr genau, als ob er schuldig wäre. Oder ich glaube, er fühlt sich irgendwo schuldig. Ja. Und bekommt dann kaum noch einen Ton raus. Mhm. Das Sensibelchen muss dann auch mal über den eigenen Schatten springen. Es geht um eure Beziehung. Das musst du ihm so klar machen, dass die Beziehung wirklich auch darunter gefährdet, die gefährdet sein kann. Ich deshalb gefährdet. Auch, der muss einen ungeheuer dominanten Vater gehabt haben und er hat nie gewagt, den Mund aufzumachen. Ja. Und wenn man mit 6, 7 schon anfängt zu lügen, weil man Angst hat, wegen irgendwelcher Arbeit in der Schule Prügel zu kriegen, geht das wohl so in Fleisch und Blut über, dass man das gar nicht mehr so richtig merkt. Aber Er würde nicht mit dir mal zu einer Beratung gehen? Ich weiß es nicht. Es könnte sein. Frag ihn. Schlag ihm auch das vor. Schlag ihm vor, sag, pass auf, es irritiert mich so sehr. Lass uns ja 1, 2 Mal hingehen. Ich brauche das einfach, um eine Sicherheit in der Beziehung wiederzufinden. Ja. Wenn ihm was in der Beziehung gelegen ist, soll er sich einbringen und soll er das machen. Ja, also ich bin wirklich vollkommen verunsichert. Also ich würde, er möchte gerne mit mir zusammenziehen. Ich würde das auch machen, aber andererseits habe ich Angst davor,
Genau das musst du ihm so sagen. Weiß ich nicht mehr, was ihm... Ich weiß es nicht. Jetzt werden wir das Gespräch beenden. Okay. Und wir rufen dich nochmal an und nennen dir noch eine Telefonnummer und Adresse einer Beratungsstelle in deiner Umgebung. Dann hast du die auch schon mal in der Tasche und kann man ja gucken. Gut. Okay, Rita. Dankeschön, Dom. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und noch was. Die Sendung ist eigentlich super. Dankeschön. Nicht eigentlich, das kann man weglassen. Dankeschön, Rita. Tschüss. Okay, tschüss. Hans, 65 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, hallo Hans. Warum rufst du an? Dein Thema? Mein Thema ist, dass ich sehr gern Nylonstrumpfhosen trage. Und mit denen bin ich durch Zufall mal in Berührung gekommen. Und zwar an einem Sommertag, der ursprünglich warm war, Wetterumschlag. Und ich hatte nur Sommersachen. Ja. Und eine Bekannte hat mir Strumpfhosen besorgt zum Darunterziehen. Nur so, zufällig. Weil das war nichts anderes greifbar. Ja, ja. Und erst war ich also sehr dagegen, nach dem Motto, das kann ich doch nicht, das geht doch nicht. Sind ja Frauensachen. Ja. Genau. Und dann wurde ich darüber redet, so nach dem Motto, das sieht ja kein Mensch. Mhm. Und wie wir da den kleinen Veranstaltungsraum oder Saal betreten haben, hatte ich das Gefühl, jeder zeigt mit Fingern auf mich, was natürlich nicht der Fall war. Ja. Weil einfach aus einem unguten Gefühl raus. Ja. Und im Lauf des Abends ist mir durchgekommen, dass dieses Kleidungsstück zum einen in dem konkreten Fall etwas wärmt. Also sehr praktisch war? Sehr praktisch war. Aber? Und dass es sich auf der Haut sehr angenehm getragen hat. Um nicht zu sagen erotisch. Ja, möchte ich nicht unbedingt sagen. Ach so. Vielleicht auch. Ja. Und ich möchte vergleichen, man hat viele Hemden zum Beispiel im Schrank. Die einen trägt man sehr gern, weil sie sehr gut auf der Haut liegen. Ja. Und die anderen, die bleiben ewig hängen, weil man sie einfach ungern trägt. Ja. Und so ungefähr kam mir das dann mit diesen Strumpfhosen. Wie lange liegt dieses Erlebnis zurück, von dem du gerade gesprochen hast? Das liegt jetzt 3,5 Jahre zurück. Ach so, noch gar nicht so sehr lange. Noch nicht so sehr lang. Hat sich jetzt denn daraus eine Strumpfhosen-Leidenschaft entwickelt? Ach, was heißt Leidenschaft? Ich möchte sagen, nicht gerade Leidenschaft, aber nach dem Motto, oh, jetzt ist ein Tag, da ziehe ich es wieder an. Ach so. Also nicht gerade im Hochsommer. Nee, ist klar. Aber wenn es so ein Übergangstage sind, was Dickes ist noch zu viel und was gar nichts ist zu wenig. Ja, ist es denn heute nach wie vor auch nicht so ganz eindeutig erotisch? Auch heute nicht. Auch heute nicht. Achso. Nein, nein. Es ist einfach so ein Wohlbefinden. Ja. Wie gesagt, man hat Kleidungsstücke, die man gern trägt, weil sie sich einfach ganz gut tragen. Und ich dachte jetzt gerade am Anfang schon, dass du so ein richtiger Strumpfhosen-Fetischist bist. Ja. Gibt's ja auch. Ja. Nein, das nicht. Mhm. Das nicht. Sondern wie gesagt, ich sehe es eher von der praktischen Seite. Ja. Ja, es gibt ja auch Strumpfhosen für Männer, die sind nicht aus Nylon, aber es gibt ja auch Strumpfhosen für Männer. Die sind ja auch sehr praktisch. Ja, das habe ich auch, und zwar, ich treibe Wassersport und da kann man nichts anderes tragen, keine weiten Hosen in diesen engen Boden. Ja. Das habe ich, aber trage es auch manchmal beim Sport. Bist du, lebst du allein zurzeit? Ich lebe allein, ich bin verwitwet. Ja. Und muss, sagen wir, in meinem eigenen Haus, in meinen eigenen vier Wänden, äußerlich keine Rücksicht nehmen. Das heißt, du kannst da schon mit der Nylonstrumpfhose rum... Doch, die kann ich tragen, ohne dass es stört. Ist dir das nicht peinlich, wenn du die Dinger kaufst? Ach, überhaupt nicht. Und zwar kaufe ich die im Supermarkt, wenn ich andere Sachen für den Haushalt kaufe. Ich brauche ja auch Lebensmittel und Sonstiges. Ja. Dann sieht es halt aus, dass ich die vielleicht mitnehme für meine Frau. Ja, genau. So kann man das ja machen. So kann man es kaschieren. Ich meine, man ist im Supermarkt so anonym. Ja. Da fällt es gar nicht auf. Ja. Ja, ist doch im Prinzip alles in Ordnung, ist doch gut. Auf der einen Seite ist gut. Was mein Problem in der Beziehung ist, ist eigentlich ein Pendelproblem. Ein was? Ein pendelndes Problem. Ja. Auf der einen Seite fühle ich mich irgendwie mit diesen Strumpfhosen auf die Seite gestellt. Man tut was, man trägt was, was man nicht tut. Ja. Auf der anderen Seite fühle ich mich manchmal als etwas gut, weil ich sage, ich habe den Mut, was zu tun, was mir gefällt und was also nicht. Ja. Ich sage, in ist oder was nicht. Ja, es weiß ja keiner. Außer einem ganz beschränkten Personenkreis weiß es keiner. Da
Da würde ich mich da weiter auch gar nicht drum scheren. Wenn du dich wohlfühlst in den Dingern, soll das kein Pendelproblem mehr sein, sondern das pendelt dann in Richtung Wohlbefinden, ja. Und es ist halt so. Was, du lieber Himmel, also. Was ich also vielleicht auch noch gerade mit dem Gespräch anschneiden will, ob man nicht einmal einen Themenabend machen kann, gerade für Kleidungsstücke, die jemand trägt, die nicht unbedingt zum täglichen Bedarf gehören. Ja, interessant, interessant. Ja. Da kämen sicher hochinteressante Sachen raus. Eben, eben. Ja. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich denke, angerufen habe. Ich denke manchmal auch, wenn ich so durch die Straßen gehe, wer weiß, was die Leute alles so unten drunter tragen. Ja, also da muss ich geschwind von dem Thema abschweifen. Ich hatte aber, das war noch in der Studienzeit, ja, mal eine Freundin, die sehr gern unterm Kleid völlig frei ging. Siehst du, zum Beispiel. Nicht? Ja. Es gibt, ja, es gab mal eine Zeit, da war es direkt ein Protest, barfuß zu gehen. Ja, genau. Ich habe mal ein Mädel kennengelernt, die trug gerne, wenn sie so unterwegs war, beim Einkaufen, diese Liebeskugeln. Ja. Kennst du das? Ja, die kenne ich. Ja, sie sagt, dass sie das sehr grunderotisch findet und immer wenn sie in einer guten Stimmung sei, würde sie sich die Dinger reinpfeifen, ja, und ja, dann auch einkaufen gehen oder zur Arbeit und so. Ja, ja. Gerade ob man nicht einmal solche Leute mit einem Themenabend etwas aus der Reserve locken kann. Ja, ja. Wobei also, um wieder zu kommen, die Strumpfhosen vielleicht das harmloseste sind. Also, das greife ich jetzt sehr gerne auf, Hans. Finde ich ein gutes Thema. Ja. Und verfolge mal unsere Sendung. In den nächsten Wochen werden wir es machen, ganz sicher. Ja, ja. So, und du genießt deine Strumpfhosen, ich finde es völlig in Ordnung. Ja, also, wie gesagt, ich muss noch eines sagen, ich bin manchmal ein bisschen mutig geworden. Letzten Sommer war es ja sehr warm, sehr heiß. Ja. Trug man ja sehr oft Shorts. Ja. Und wenn es am Abend kühl wurde, habe ich eher eine Strumpfhose dazu angezogen wie eine lange Hose. Na prima. Nicht? So, jetzt habe ich die Juli noch hier. Ja. Hans, ich danke für den Anruf und also, verfolge es mal. Ich verfolge das mal. Okay, ob tschüss. Wir noch was kriegen. Tschüss. Genau, tschüss. Ja, die Juli, wo ist sie? Hier, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Juli. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich 2,5 Jahre lang eine reine Internetbeziehung hatte, ohne Telefon, ohne Bild, ohne irgendwas. Also absolut unreal, wie einige Leute sagen würden. Ja, ohne Telefon, ohne Bild, 2,5 Jahre. Ja, also ich habe den Mann vor 3 Jahren kennengelernt, als ich 17 war. Ja. Und völlig blöd und naiv. Aber irgendwie habe ich mich ziemlich schnell in ihn verknallt, weil er so anders war als alle anderen Typen. Ja. Und das ging halt irgendwie 2,5 Jahre lang, dass ich in ihn verliebt war und er in mich. Aber er hat ein ziemliches Geheimnis um sich herum gemacht. Ich weiß nicht, wo er lebt. Ich habe seinen Nachnamen nicht. Ich weiß nur so andere sehr persönliche Sachen über ihn, die mir aber nicht weiterhelfen, herauszufinden, wo er lebt. Und nun ist die Sache, dass er seit Juni absolut verschwunden ist. Also er kommt nicht mehr online, sein E-Mail-Account ist gelöscht. Ach. Und und wir hatten keinen Streit, keine Auseinandersetzung. Er hat auch mir auch immer versprochen, dass er das nicht machen würde. Er hat immer gesagt, ich würde nie einfach abhauen. Hattest du denn vorher dann den Wunsch geäußert, dass ihr euch mal real trefft? Ständig. Ständig. Deshalb haben wir uns auch oft in die Haare gekriegt, weil er mir von vornherein gesagt hat, dass es nie zu einem wahren Treffen kommen wird, weil er das nicht wollte. Weil er selber mit einigen Problemen zu kämpfen hatte und ich habe das aber nie eingesehen und deshalb haben wir uns ziemlich oft gestritten, bis ich es dann irgendwann einigermaßen akzeptiert hatte. Musste. Und jetzt ist er seit Sommer weg. Ja, absolut verschwunden. Ich kam aus dem Urlaub wieder und weg seitdem. Weißt du, was ich spontan denke? Na? Gott sei Dank. Denke ich ehrlich gesagt auch manchmal. Also jetzt mittlerweile, nach den paar Monaten geht's auch schon, aber... Weil irgendwas stinkt da. Wenn man 2 Jahre sich toll versteht und von der einen Seite der Wunsch geäußert wird, komm, lass uns doch mal real in Kontakt treten und die andere Seite will es nicht, da stimmt was nicht. Da stimmt irgendwas Gravierendes nicht. Ja, das Ding ist einfach, dass er von vornherein so eine Art depressive und traurige Aura um sich hatte und zweimal versucht hat, das weiß ich auch durch einen Freund, sich hat versucht, das Leben zu nehmen und sich halt nie wieder auf eine Beziehung einlassen wollte. Wie weißt du das durch einen Freund? Ich kenne jemanden, der ihn kennt, aber... Auch übers Internet? Genau, also mit dem habe ich auch mal telefoniert, aber der ist jetzt auch weg, also den kann ich auch leider nicht mehr erreichen und deshalb... Also ich bin schon irgendwie völlig am Ende und weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Jetzt ist die Sendung vorbei. Ja. Wir können das gar nicht vertiefen, aber ich würde jetzt ganz spontan sagen, sei froh, dass sich das so beendet hat, das Ganze, weil du ja wahrscheinlich aus dem ganzen realen Leben weggeblendet worden bist. Ja. Du warst nur in dieser komischen Cyberwelt und hattest gar nicht die Chance, real einen Menschen kennenzulernen. Ja. Sei froh, dass er weg ist und konzentriere dich auf das reale Leben, finde ich. Aber ich bin ja immer noch verliebt in ihn irgendwie. In diese Vorstellung. Ja, aber es ist ein Phantom. Es ist ein Phantom, Juli. Ja. Wenn du möchtest, rufen wir dich gleich nochmal an. Dann ist das jetzt nicht alles so abrupt.
Ja, gerne. Okay, gut, okay. Dann leg mal auf, wir rufen gleich nochmal an. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Uli Krapp, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Gudrun Hausen, Jan Grefe zu Baringdorf, Marc Sommer, Dorit Herber, Katrin Bayer und Johannes Brachthäuser. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen, dann wieder mit einer freien Themennacht. Bis dahin, macht's gut, tschüss.